Freunde, ich habe über 10.000 Streichhölzer geholt und eine Fußmatte. In die Fußmatte stecke ich immer 5 Streichhölzer pro Loch. Nach ungefähr einer Stunde habe ich gemerkt, dass es viel mehr Arbeit ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Doch da habe ich bereits die ersten paar Reihen fertig. Ungefähr nach 25 Jahren habe ich es endlich geschafft, eine Streichholzarmee aufzubauen, die es mit meinen Orbits aufnehmen wird, die fast komplett aus Wasser bestehen. Und hier haben wir die schönen Orbits, die bereits ihre maximale Größe erreicht haben. Und natürlich ein Feuerlöscher zur Sicherheit. Lasst uns mal die Orbits verteilen. Ich habe die außenrum trocken gewischt, damit die Streichhölzer nicht durchnässen. Freunde, was denkt ihr, was wird mit den Orbits geschehen? Drückt Pause, schreibt in die Kommentare und nicht schummeln. Später sehen wir, wer von euch recht hatte. Lasst uns loslegen. Ich zünde die mal mit meinem iPhone 8 an. Schaut mal, wie die Orbits qualmen. Die großen von denen scheinen zu platzen. Es ist einfach ein sehr epischer Anblick. Hier haben wir mal einen Ausreißer. Die Großen unter ihnen haben ein paar große Kerben abbekommen, aber die Kleinen hat es noch schlimmer getroffen. Lasst uns das Ganze mal löschen. Die sind sehr weich geworden, so dass ich es mit einem Papierkärtchen durchschneiden kann. So sehen die im Inneren aus. Das war's für heute, meine Freunde. Vergiss nicht zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Experimente verpasst. Ansonsten sehen wir uns morgen. Ciao.